So, hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge des LS17er. LS17er im Singleplayer-Projekt mit mir, dem Marc. Ja, wir sind heute dabei, wahrscheinlich das letzte Mal auf dieser Karte eine Runde zu drehen. Weil wir vielleicht auf eine andere Karte werden, die uns etwas mehr Spielspaß oder auch Länge ein bisschen mehr vermittelt. Wir haben jetzt 20 Parts hinter uns oder so in der Richtung. Ich weiß es gar nicht genau. Oder zwei. Auf jeden Fall irgendwas um die 2, 3 Wochen. Haben wir jetzt geschafft. Und ich möchte gerne weitermachen. Ich möchte gerne größer werden. Was es auf dieser Karte aktuell nicht gibt, was ich vielleicht auch vorher nicht bedacht habe, das ist halt auch Karten. Die Karte ist geil. Ich sag's es nochmal, ich habe es letzte Mal schon gesagt, ich finde die Karte geil. Es ist aber so, das, was ich mir vorstelle, was ich mit euch gerne mal machen würde. Ich würde auch zum Beispiel gerne mal eine Karte haben, wo ich vielleicht auch mal eine Folge oder 2 Folgen in den Frost gehen kann. Wo ich vielleicht säen kann, zum Beispiel richtig säen, wo ich dann halt auch vielleicht einfach mal 2, 3 Folgen nur Material von A nach B fahre, weil es halt dort Produktionen gibt, die man an Laufen halten lassen muss. Dann würde ich halt gucken, ob es nicht vielleicht auch lohnt, kommen. Wir nehmen uns einen anderen Spielstand oder wir nehmen uns eine andere Map. Dort packen wir uns halt vielleicht ein paar größere Maschinen drauf, bewirtschaften das ordentlich, können dafür aber dann auch 2, 3, 4, 5, 6, 7 Produktionen anlaufen kriegen, vielleicht noch Tiere wie Schafe oder sonstige Sachen, die uns dann auch nochmal Geld bringen, wenn wir richtig viele davon haben. Und wo halt auch das preisliche Aspekt vom Getreide her. Mega, ich spiele jetzt schon knappe 12 Stunden auf dieser Karte. Ich hatte bisher noch keine gute Nachfrage auf dieser Karte nach Getreide. Und das ist echt so eine Sache, wo man dann denkt, warum? Es kann sein, dass ich halt einfach zu so doof ist, dass man das halt erst an einer bestimmten Zeit kriegt, aber es ist halt so, um auf dieser Karte mit den Standardmaschinen wirklich weiterzukommen im normalen Spielbereich, wir spielen ja auf normal, nicht auf leicht, nicht auf schwer, ist es so eine Sache, wo halt dieser geldliche Aspekt, um sich halt wirklich hier richtig was zu kaufen und den Kredit abzahlen zu können und so weiter halt, doch sehr, sehr in diese Schiene reingeht mit, wir verlangsamen das jetzt einfach. Und das ist halt für ein Projekt, wie ich es hier gerade zu stemmen versuche, seit Wochen, auch je, Wochen, finde ich es zumindest sehr schwer. Und das ist halt echt so eine Sache, wo ich dann denke, nein, das ist jetzt so eine. Das brauchen wir jetzt nicht. Wir müssen jetzt vorankommen. Ich möchte euch gerne was zeigen. Ich möchte mit euch Spaß haben. Ich möchte auch Mod-Wünsche erfüllen können. Meine vor allen Dingen auch, aber auch eure, wenn ihr welche habt. Das ist jetzt ja nicht das Problem. Das sehe ich halt aktuell nur überhaupt nicht. Also wir haben halt aktuell überhaupt keine Möglichkeiten, irgendwas an Mod-Wünschen zu erfüllen, weil allein ein größerer Schlepper, ein anderer Anhänger, Sämaschinen und so weiter, alle halt vom preislichen Aspekt schon sehr teuer ist. Und das auf dieser Karte durch allein den Getreideanbau sehr schwierig ist. Wir haben jetzt haufenweise Sojabohnen, haben knapp 100.000 Sojabohnen. Ich werde mir nachher im Laufe, wenn wir wirklich Karte wechseln, was ich glaube, also geht mal davon aus, dass nach dieser Folge 2, 3, 4 Tage Pause ist, damit ich die Karte wechseln kann, damit ich die Karte einrichten kann und auch den Geldbetrag, den wir aktuell haben mit 63.000 Euro plus diese Getreide, die wir aktuell haben, dass ich die einfach mitnehmen kann. Weil ich möchte das Geld gerne mitnehmen, ich werde aber den anderen Spielstand mit größeren Maschinen bestücken, damit wir sagen können, ja, wir können da jetzt theoretisch anfangen, da werden wir 2, 3 Schlepper haben, Anhänger, Erntemaschinen. Ich werde versuchen, den Cosplay mir fertig zu machen, damit wir den benutzen können. Weil ich mega den Kurs, also ich finde den Cosplay ist eine richtig nette, richtig schöne Funktion, womit man halt für Singleplayer-Projekte es relativ vereinfachen kann. Vor allem bei Produktionen, die halt andauernd mit irgendwas beliefert werden müssen, ist es halt so, dass man dort halt
diesen Cosplay für viele verschiedene Sachen sehr variabel einsetzen kann. Das möchte ich natürlich mit euch auch erreichen. Und deswegen werde ich dieses Spiel oder diesen Spielstand eher gesagt so ummodeln, dass wir wirklich auch noch einen Monat, vielleicht auch anderthalb Monate, wir wissen noch nicht, ob wir uns noch einen LS-Server holen und ob wir wirklich alles so weit in den Griff und Gange bekommen. Auch so schnell, weil wenn wir einen neuen Server aufsetzen, einen holen, wie auch immer, dauert es natürlich auch seine Zeit, da Mods-Karten hochzuladen, den Spielstand fertig zu machen. Vielleicht muss man noch was umbauen, was nicht in Planung gewesen war, oder. Und deswegen werden wir uns gucken, ob es überhaupt lohnt. Weil aktuell sind halt haufenweise Leute in den Ferien. Maurice geht ab Samstag auch wieder in einen weiteren Urlaub oder einen anderen Urlaub. Das heißt, ich bin A wieder alleine. Dann haben wir theoretisch immer noch mit einem weiteren YouTuber wollen wir aufnehmen. Der kam Montag nicht. Der hat sich bisher auch weiterhin nicht gemeldet. Das heißt, wir warten einfach mal ab. Und ich wünsche mir einen größeren Anhänger. Der ist jetzt gleich voll. Hat sich bisher auch noch nicht gemeldet. Wir waren aus seinem Teamspeak. Wir haben ihn angeschrieben, mehrfach. Oder mehrfach übertrieben, aber einmal angeschrieben. Was denn los ist, es kann natürlich immer sein, dass irgendwas ist, aber dass man sich jetzt seit 3 Tagen nicht meldet. Überhaupt nicht auf seinem Teamspeak, keine Sau weiß, wo er ist. Und so weiter. Warten wir einfach mal ab. Wir hatten am Montag einen Aufnahmetermin gegen 18 Uhr in Omsi, deswegen auch vielleicht diese Omsi-Folgen, die dann gekommen wären, wo wir aktuell zumindest sagen können, dass die nicht kommen, weil wir keine haben. Weil wir nicht mit ihm aufgenommen haben. Das heißt, aktuell ist es so, wir warten einfach mal ab, was passiert. Das Schöne ist halt, wir haben aktuell das nächste Mal, wo Maurice und ich beide wieder aktiv für den YouTube-Kanal da sind. Sonst ist es halt nur meine Wenigkeit aktuell, weil ich halt in keinen Urlaub gehe. Ich gönne mir meinen Urlaub zu Hause. Ich arbeite nebenbei, das ist für mich Urlaub genug. Ich bin jetzt nicht so einer, der unbedingt weg muss, der unbedingt irgendwo hinfahren muss. Es reicht vor allen Dingen auch dadurch, dass ich ja unzählige Internetspiele keine freie Kapazität. Wie viel haben wir denn da drin? 1000 wahrscheinlich. Ich hasse es. Ich hasse es. Ja, aber wir werden es dann jetzt verkaufen. Es nützt ja erstmal nichts. Müssen wir halt jetzt gucken, dass wir halt viele Sachen. Wir haben aktuell jeden Sonntag Rainbow, was wir aufnehmen. Dann möchte ich oder Alex möchte mit mir, mit uns, wie auch immer, auch Trials spielen. Alex und ich, wir üben aktuell für Rainbow zusammen. Dadurch, dass ich jetzt schon eingerankt wurde, dass auch. Wir erwarten trotzdem auch bald ein Update für Rainbow, weil es ist wieder soweit, dass es theoretisch eins geben müsste. Hallo. Es theoretisch bald eins geben müsste wieder. Da warten wir aktuell auch drauf. Nicht sehnsüchtig, aber wir warten drauf. Das heißt, wir werden da jetzt mal gucken. Ich habe Sojabohnen geladen. So gut. Das heißt, da werden wir jetzt aktuell auch dafür sorgen, dass es so weitergeht, dass das alles einen runden Gang läuft und oh, diese Autos, diese KI hier ist auch zum Kotzen. Die haben die KI zumindest auf der Karte verschlechtert. Das heißt, lasst auf jeden Fall euch mal überraschen, was so an Projekten kommt. Weiß nicht, das 12-Uhr-Projekt ist aktuell so, dass ich da keine Zeit habe aufzunehmen. Oder auch aktuell keine Folgen für habe. Ich würde ganz gerne Trials bringen, falls Alex nicht es mal schaffen aufzunehmen. Wird dann zumindest für diese Zeit ein paar Folgen kommen, weil Alex auch aktuell seinen ganzen Videostand, den er so in der letzten halben Jahr angesammelt hat, jetzt mal endlich geschnitten hat und hochlädt. Das heißt zum Beispiel, er lädt immer noch das FFA-Projekt hoch, was bei uns seit Anfang des Jahres nicht mehr läuft, weil wir keine Folgen mehr haben, weil wir das Projekt abgesetzt haben. Dann hat er jetzt angefangen, die Rainbow-Folgen von der ersten Aufnahmeseason,
zu veröffentlichen, wo die bei mir schon längst raus sind. Ich bin jetzt schon bei der zweiten und werde dann ab morgen mit der dritten Aufnahmeseason anfangen, die abzuloaden, also zu freizugeben, abgeloadet, also hochgeladen habe ich ja schon. Müssen aber noch Thumbnails rein, Infobisch, also Videobetitelung und so. Videobetitelung, Infobox und so weiter, das muss jetzt alles noch rein. Das werde ich auch heute im Laufe des Tages noch in Angriff nehmen. Das bringt ja richtig Asche. Dann wissen wir, dass wir mindestens noch 200.000 im 250.000 im Lager haben. Gut, aber wie gesagt, ich werde das Projekt jetzt hier beenden auf dieser Karte wahrscheinlich. Ich werde gucken, dass ich eine neue Karte fertig für euch fertig mache, worauf wir spielen können. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dann. Danke. Ciao.